In Worten, sie will die Kontrolle abgeben, da wo es bequem ist. Ja, also einmal soll er sich so verhalten und dann wieder nicht. Und genau das ist eben schwierig für Männer herauszufinden, wo ist es denn okay, den Lead zu übernehmen, wo nicht, da es ja auch bei jeder Frau ganz unterschiedlich ist. Es ist aber nicht nur schwierig, es ist auch widersprüchlich. Weil wenn du es ja attraktiv findest, wenn einer jetzt vom Wesen her der Alpha-Typ ist und überall immer ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt, in der Beziehung ein bisschen den Lead übernimmt, der verlässliche Typ ist, wenn es ums Problemlösen geht, dann ist das ja Teil seiner Persönlichkeit, die du schätzt, in die du dich auch verliebt hast. Aber eben, also du übernimmst den Lead in Bereichen, wo sie Miss Alpha sein will, dort findet sie es dann wieder furchtbar. Oder umgekehrt bist du eher der liebenswürdige, gefällige Typ, der super gerne alles immer ausdiskutiert. Dann wirft sie dir insgeheim vor, ein Waschlappen zu sein, weil du Dinge nicht in die Hand nimmst und sie sich um alles kümmern muss. Ja, es ist das Frauenparadox allgemein in der heutigen modernen Gesellschaft. Viele Frauen wissen nicht genau, was sie wollen. Einmal wollen sie es so, dann wieder so und er soll sich immer entsprechend verhalten, wie sie es sich gerade vorstellt. Nochmal, nicht alle Frauen tendieren zu diesem psychologischen Verhalten, aber dass sie sehr widersprüchliche Anforderungen an den Mann stellen und gewisse Dinge nicht zugeben würden, das eine sagen, das andere tun, das muss man einfach wissen. Ja, und darum sind ja heute viele Männer auch verunsichert über ihre Rolle. Was soll ich eigentlich sein in der Familie, in der Gesellschaft? Hier mein Video übrigens, was vom Manne übrig bleibt und wie es um die heutige Männlichkeit steht. Frauen, die wollen heute so wie alles. Also der sozial taugliche Mann von heute, der soll kochen können, bügeln, waschen, Windeln wechseln, Begonien einpflanzen, humorvoll sein, intelligent, sensibel, rücksichtsvoll im Job, kompetitiv, abgehärtet und erfolgreich und währenddem immer genug Zeit für die Familie aufbringen. In der Nacht soll er unseren G-Punkt finden, mit verbundenen Augen und auf den Rücken gebundenen Händen, während er gleichzeitig unsere verspannten Nackenmuskeln lockert. Ja, werdet da draus mal schlau. Ich hoffe, euch ein